Willkommen zurück, ich bin Gordon und in dieser Folge geht's um die Public Beta vom Gordons Reloading Tool, kurz GRT. Für die, welche davon noch gar nichts gehört haben, das GRT ist eine Software für Wiederlader, welche inballistische Simulationen des Abbrandverhaltens von Treibladungspulvern durchführen kann und stellt damit eine Alternative zum etablierten Quickload dar. Das Ganze ist ein durch eine Community, also euch, gestütztes Projekt. Wer genaueres zur Entstehung und den Hintergründen erfahren möchte, kann sich die Videos dazu anschauen, die ich in der Beschreibung und auch am Ende dieser Folge verlinkt habe. Ich habe dazu jetzt auch eine eigene Kategorie, also Playlist, in meinem Kanal eingerichtet, da ja voraussichtlich noch weitere Videos dazu folgen werden. Bisher war es so, dass wir im geschlossenen Entwicklerkreis von einer ersten Testversion über eine Alpha bis hin zum Beta-Status entwickelt haben. Bisher war diese Beta-Version aber noch nicht öffentlich, was sich nun geändert hat. Der Grund ist, dass wir für eine öffentliche Beta-Version erst ein Websystem aufbauen wollten, wo der Beta-Tester bekannte Fehler einsehen und neue Fehler melden kann. Das ist nun in einer rudimentären Grundversion der Fall und somit können wir euch jetzt auch die Beta-Version öffentlich zugänglich machen. Beta-Version bzw. Beta-Release heißt, dass es alle wesentlichen Funktionen im Programm schon implementiert sind, es sich aber um eine Entwicklungsversion handelt, wo noch nicht alle Funktionen in allen möglichen Variationen auf Herz und Nieren getestet wurden. Die Software befindet sich also noch im Teststadium. Keine Software ist fehlerfrei, bei einer Beta-Version kann man aber davon ausgehen, dass definitiv noch Fehler vorhanden sind, die zumeist bei ganz merkwürdigen Konstellationen auftreten und natürlich behoben werden müssen. Der Sinn der Beta-Version ist also, das Programm auf Herz und Nieren zu prüfen und genau diese Fehler zu finden. Es können sich im Laufe der Beta-Version neben der Fehlerbeseitigung aber auch noch Features und Elemente ändern, die sich als unpraktikabel oder verbesserungswürdig herausgestellt haben. Das betrifft zum Beispiel Datensätze, Datenstrukturen, Aussehen, Arrangement und Funktionen bzw. Zusatzwerkzeuge. Wir unterscheiden hierbei die Versionen des Programms selbst, also der grafischen Benutzeroberfläche und der Version des auch enthaltenen Berechnungskerns, welcher die komplexen Funktionen der innenballistischen Simulation enthält. Beide Versionsnummern werden im Infofenster angezeigt. Die Version des Kerns ist hier als Core-Version aufgeführt. Die Beta-Versionen kommen für Linux und Windows und laufen auf Betriebssystemen mit 32 oder 64 Bit. Die Software hat keinen Installer, sondern es handelt sich um eine sogenannte mobile Applikation, also ein Programm, das man auch zum Beispiel von einem USB-Stick ausführen kann. Die Lizenzbestimmungen, die genauen Systemvoraussetzungen und auch die Sicherheits- und Warnhinweise könnt ihr aus der Dokumentation entnehmen. Die Dokumentation findet ihr einmal als PDF-Datei im Ordner Doku-PDF und auch direkt im Programm selbst in einer interaktiven Version mit Suchmöglichkeit. Zur Überprüfung und Verbesserung des innenballistischen Modells vom GRT sind Messdaten immer willkommen. Wenn ihr also das Projekt unterstützen wollt, sendet bitte eure Messdaten, am besten mit einer erstellten GRT-Load-Datei, an die Mailadresse data@grtools.de oder messdaten@grtools.de. Messdaten können ganz einfache Ladungen sein, die ihr erstellt und wo ihr selbst die Geschwindigkeiten gemessen habt, oder auch zum Beispiel Ladungen, wofür ihr ein anonymisiertes DEFA- oder Beschussamt-Protokoll habt. Derzeit brauchen wir übrigens auch dringende Messdaten zu Flintenpatronen, da diese Funktion im GRT noch experimentell ist. Stellt generell bitte sicher, dass ihr alle Werte so genau wie möglich angegeben habt, also Hülsenvolumen und Geschosslänge unbedingt immer nachmessen und auch eintragen. Die reinen Datenbankwerte dieser beiden Größen sind starken Schwankungen unterworfen. Wer jetzt am Beta-Test teilnehmen und sich die kostenlose Software herunterladen möchte, benötigt einen Zugang zu unserem Community-System unter www.grtools.de. Der Zweck dieses Accounts ist, dass ihr die neueste Beta-Version herunterladen und auch Fehler melden könnt. Wenn ihr einen Fehler gefunden habt, wählt ihr euch bei grtools ein und legt ein neues Ticket an. E-Mails zu Benutzungsanfragen und Fehlern werden ignoriert, weil das einfach wegen der Masse der Zuschriften nicht zu handeln ist und wir das bekanntlich in unserer Freizeit machen. Durch das Ticketsystem auf grtools können wir die Anfragen aber an alle in der Entwicklergruppe verteilen.
Bei Fehlermeldungen nehmt euch bitte die Zeit, vorher durchzuschauen, ob jemand anderes den gleichen Fehler bereits gemeldet hat. Wenn ihr ein neues Ticket erstellt, bitte eine genaue Beschreibung, wie es dazu kam und auch gegebenenfalls eure GRT-Load-Datei, also die Ladungsdatei und oder ein Bildschirmfoto mit anhängen. Das GRT bietet euch hier die Möglichkeit, die zugehörigen Dateien direkt in der Ladungsdatei zu speichern, also Bilder, Dokumente oder Notizen. So, das war's auch schon. Sendet bitte fleißig Messdaten und teilt die Infos in euren Foren, damit unsere Community wachsen kann, um das Werkzeug zu erhalten und zu verbessern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß mit dem GRT. Bis dahin.